Der hat wirklich Power. A210 Evolution und da den 190 Twin, der hat viel mehr Power. Okay. Nehme ich den mal. Ja. Aber da musst du, das musst du beherrschen können, jetzt das Fahrzeug, also weil der geht richtig ab. Ja, das Gute an der A-Klasse ist, sie ist ja relativ leicht, lässt sich eigentlich auch oft relativ gut fahren und ist für jedes Gelände eigentlich zu gebrauchen. Und auch für den Regen eigentlich nicht schlecht. Mhm. Ja, also, ja, also ich muss mindestens noch 2,5 Jahre das Studium machen. Mindestens. Wie lange machst du schon? 2 Jahre. Okay. Und was bist du dann? Bist du dann Master oder? Dann hätte ich den Bachelor in Elektrotechnik. Den okay, Master das dauert kann ich dann den Master kann ich dann noch anhängen. Das dauert 4,5 Jahre bei euch, bis man den Bachelor hat? Nur berufsbegleitend, muss man dazu sagen. Ach so, also dann machst du halt weniger als jemand, der das jetzt ohne, also der jetzt nicht arbeiten geht, sondern komplett studiert, richtig? Genau. Da braucht man natürlich ein bisschen länger. Aber du musst es natürlich so sehen, ich muss das Geld verdienen, damit ich überhaupt das Studium leisten kann. Ja, deshalb muss ich arbeiten. Gibt es da bei euch keinen BAföG oder sowas? Was? Da gibt es bei euch keinen BAföG oder so. Also bei uns gibt es ja gerade, bei uns gibt es ja mehrere Möglichkeiten, dass der Staat dich damit zuschussen kann. Da kannst du ja bei einer normalen, also ist ja, da gibt es ja gerade drei verschiedene. Also gerade wenn du ins Studium gehst, kannst du in Deutschland, wenn du in Deutschland studierst, BAföG, also Bundesausbildungsförderungsgeld beantragen. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, die Abkürzung. Das nennt sich BAföG, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Was für ein Zungenbrecher. Was für ein Zungenbrecher. Also auf jeden Fall, es wird BAföG genannt, es ist halt eine Förderung, aus, es geht für Fachhochschule, also es geht für alles mögliche, Schule oder für Ausbildung und sowas kann man das beantragen. Und das wird, glaube ich, wie lange wird ein BAföG gezahlt? Ich glaube maximal 6 Jahre. Geht natürlich nach deinem Einkommen, was du alles verdienst und so, oder wenn du noch bei deinen Eltern wohnst, glaube ich teilweise auch noch, was deine Eltern verdienen und nach Vermögen, was du alles hast. Und ist der Höchstbetrag, den du da monatlich bekommen kannst, halt 540 Euro Unterstützung. Haken an der Geschichte ist, wenn du irgendwann mit deinem Studium fertig bist, musst du das BAföG zurückzahlen. Das ist halt wie so eine Art staatlicher Kredit. Das ist ein Stipendium. Genau. Und wenn, ich meine, wenn du den nicht zurückzahlen kannst, weil du noch keine Arbeit hast oder dein Studium nicht geschafft hast, ich glaube, dann musst du es noch nicht, aber irgendwann musst du anfangen, das abzuzahlen. Das ist so richtig viel Geld. Also wenn du das volle BAföG ausschöpfst, das sind das über 10.000 Euro. Und wenn du es aber sofort alles mit einem Schlag zurückzahlen kannst, warum auch immer, weil du nebenbei dann noch gearbeitet hast oder was weiß ich, dann kriegst du sogar noch einen Rabatt. Okay. Wenn du quasi, also, oder nee, du musst nicht das komplette BAföG zurückzahlen. Du musst ein Teil des BAföGs zurückzahlen. So, und für den Teil, wenn du alles komplett auf einmal zahlen kannst, da kriegst du dann nochmal Rabatt drauf, so ist das. So, und dann hast du doch, wenn du jetzt eine normale Berufsausbildung hast, nee, wenn du eine ganz normale betriebliche Ausbildung hast, da zahlt dich die Firma, wo du ausgebildet wirst, und wenn du überbetrieblich ausgebildet wirst, kannst du vom Staat noch hier BAB beantragen, also Bundesausbildungsbeihilfe. Das musst du aber dann nicht zurückzahlen. Das kriegst du dann halt, solange du deine Ausbildung machst. Und wenn du, sag ich mal, jetzt nicht mutwillig dafür sorgst, dass du gekündigt wirst oder irgendwie rausgeworfen wirst, dann musst du das auch nicht zurückzahlen. Okay. Nein, also ich habe schon nach einem Stipendium angefragt, aber ich bekomme keins. Mit welcher Begründung? Ja, weil ich arbeite. Ach so. Sie geben mir kein Geld, weil ich eben schon arbeite und eigentlich genug verdienen sollte. Problem ist aber, ich bin das Problem, sondern halt einfach, weil wir so wenig, als Familie so wenig Geld haben. Deshalb habe ich das Ganze beantragt. Nicht, weil ich selbst Geldprobleme habe. Ach so, weil quasi deine Familienmitglieder zu wenig verdienen. Ja. Deshalb habe ich das beantragt. Wurde abgelehnt. Also man hat gesagt, man kann es schon versuchen, aber die Chancen stehen null.
Und dann habe ich es natürlich auch nicht gemacht und habe es sein lassen. Also ich muss mit dem leben, was wir haben. Wir haben auch, also meine Mutter hat noch um Sozialhilfe angefragt. Und zumindest ja, müsste ja zustehen. Und einen kleinen Betrag bekommen wir. Das ist wirklich ein kleiner Betrag, aber das ist besser als nichts. Das ist richtig. Das ist ja dann noch, ja. Na, bei uns ist das ja auch so das Problem. Bei uns gibt es ja das, da gibt es ja auch verschiedene Sozialleistungen. Da hast du ja einmal Grundsicherung. Das ist halt für die Leute, die nicht arbeiten können oder nicht, ja doch, für Leute, die eben nicht vermittelbar sind, auf Deutsch gesagt. Sei es aus gesundheitlichen Gründen, dass sie nicht arbeiten können und halt, sag ich mal, noch keine Punkte für die Rente zusammen haben. Und dann gibt es halt das Arbeitslosengeld 2, was hier auch als Hartz IV bekannt ist. Das ist halt für diejenigen, die theoretisch arbeiten könnten, aber eben einfach noch nichts gefunden haben. Und das ist halt auch sehr, sehr knapp bemessen. Also zumindest für jemanden, der alleine wohnt, komplett in eigener Wohnung und sowas, ist das halt auch sehr, sehr, sehr eng bemessen. Okay. Ja, also wenn du wirklich, weil du kriegst zwar zusätzlich, also das, der Hartz-IV-Betrag selber, das sind so knapp um die 400 Euro, die dir im Monat zur Verfügung stehen, und dann kriegst du noch eine angemessene Wohnung bezahlt. Also da gibt es direkt Vorschriften, die Wohnung darf halt maximal so und so groß sein an Quadratmetern und darf halt maximal in der Kaltmiete und in der Warmmiete auch einen gewissen Betrag kosten. Also das ist auch nicht so eine Wohnung zu finden, das ist halt auch hier sehr, 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 sehr schwierig. Und die kriegst du dann halt komplett bezahlt. Aber du musst den Strom zum Beispiel selber zahlen von deinen 400 Euro, die du kriegst. Und Strom sind für einen alleine auch so 30, 40 Euro im Monat. Je nachdem, wie viel man verbraucht. Dann Internet, Telefon, so eine Sachen. Also das ist, wenn man sich das mal so ausrechnet, diese 400 Euro, da muss man ganz alleine, wenn du ganz alleine wohnst, da muss man schon rechnen, um damit hinzukommen. Ja, das scheint mir schon ein bisschen knapp. 400 Euro für den ganzen Monat. Ja, und davon ab muss noch Strom für deine Wohnung abgezogen werden. Boah, also da musst du ja wirklich beim Discounter das ganze Zeug kaufen. Da musst du genau gucken, wo sind die Angaben. Also das ist, aber wenn dann diese, wenn du halt mit anderen Leuten zusammenlebst, mit deiner Familie oder mit Freundin oder was, oder hast selber schon eine Familie, dann zählt das als Bedarfsgemeinschaft und je mehr, da kriegst du ja dann, wenn da keiner jetzt arbeitet oder so, oder wenn jemand arbeitet, wird das natürlich angerechnet. Und wenn alle jetzt nicht arbeiten, da kriegt halt jeder so einen Betrag. So, also für zwei Erwachsene eben dann 800 Euro und pro Kind kriegst du dann auch nochmal Betrag. Und da wird es einfacher. Also dann ist es einfacher. Ich habe ja selber mal, also ich habe zwar selber nie Arbeitslosengeld 2 bekommen in meinem Leben, aber ich war halt mal Teil einer Bedarfsgemeinschaft. Und wenn die Bedarfsgemeinschaft groß genug ist, kommst du super mit dem Geld hin. Also ich kann jetzt nicht sagen, da waren wir halt mehrere Leute gewesen und kann ich jetzt nicht sagen, dass das Geld ständig knapp war, weil du isst ja dann trotzdem das Gleiche, kochst halt dasselbe Essen halt für mehrere Leute und also man kam wirklich mit dem Geld recht gut hin. Okay. Aber für einen alleine oder für zwei zusammen ist es wirklich schwierig. Gerade für einen alleine, da ist es wirklich schwer. Aber andererseits muss man sagen, früher, okay, wo dieses ganze Hartz IV hier eingeführt wurde, da war das wirklich mit der Wirtschaftslage schwierig. Aber mittlerweile hat sich das hier in Deutschland so, sag ich mal, entspannt. Man sagen kann, wer Arbeit will und wer gesund ist und wer wirklich arbeiten will, der findet auch erstmal eine Arbeit. Und der findet auch in der Nähe seines Wohnortes eine Arbeit. Und wenn das mal irgendwie was nicht so gut bezahltes ist, aber generell findet man hier zurzeit Arbeit. Okay. Aber also es bleibt eigentlich zu sagen, wenn man Hartz IV empfangen muss, Kinder holt eine Freundin oder so. Für die Jüngeren vielleicht, die in Deutschland, oder ich glaube in Österreich gibt es das auch, das Hartz IV, zieht bitte nicht so schnell bei euren Eltern aus. Oder überlegt es euch gut. Na klar, wenn ihr bei den Eltern wohnen bleibt und die arbeiten beide, kann es natürlich sein, dass ihr nichts kriegt, bis ihr 25 seid. Das kann natürlich auch passieren. Aber wenn ihr ausziehen wollt und ich besteht ja dann Hartz IV zu, überlegt euch das ganz genau, weil das ist wirklich für einen alleine. Man muss wirklich rechnen. Also für mich, also ja gut, ich wohne jetzt noch bei der Mutter. Dann ging es wahrscheinlich schon, aber
ja, ist doof, wenn man jetzt eigentlich wirklich auf eine Gemeinschaft angewiesen ist, dann ist es schon ziemlich hart, wenn man einfach so wenig Geld hat. Also ich weiß, dass ich damals mal ein halbes Jahr das Problem hatte. Ich habe meine Ausbildung, meine Berufsausbildung abgeschlossen und habe aber keine Arbeit gefunden, weil das eben genau diese Zeit war, wo das von der Wirtschaftslage halt her sehr, sehr schlecht gewesen ist in Deutschland. Und aber ich hatte zwei Berufsabschlüsse, oder ich habe immer noch zwei Berufsabschlüsse, so, aber habe damals halt nichts gefunden und habe bei meinen Eltern natürlich gewohnt nach der Ausbildung. Ja, Arbeit, da kriegst du ja erstmal Arbeitslosengeld 1, wenn du die Ausbildung gemacht hast. So, das Arbeitslosengeld 1 kriegst du ein Jahr lang, steht dir das zu, wenn du vorher gearbeitet hast oder halt in der Ausbildung warst. Und da ist es egal, ob du Vermögen oder irgendwas, das ist ganz egal, das Geld steht dir halt zu. Weil du hast ja eingezahlt und da hast du ja natürlich auch recht, was aus der Kasse zu bekommen, eine gewisse Zeit. War alles auch easy das Jahr, das war glaube ich um die, naja, also es war halt auch ein Geldbetrag, da wollten meine Eltern natürlich auch so ein Kostengeld haben für Lebensmittel und sowas davon, aber kam halt ganz gut hin damit. Und dann ist das ausgelaufen, so Hartz IV habe ich nicht bekommen, weil meine Eltern beide gearbeitet haben natürlich zu viel verdienen. Saß ich halt mein halbes Jahr ohne Geld da, da mussten mich auch meine Eltern unterstützen. Aber da muss ich eins sagen, weil wenn du Hartz IV nicht kriegst und das Arbeitslosengeld 1, also Hartz IV wird ja hier vom Jobcenter gezahlt, das Jobcenter ist eine Behörde oder auch ARGE genannt, und Arbeitslosengeld 1 wird halt von der Agentur für Arbeit gezahlt, das ist auch eine Behörde. Und wenn das Jobcenter zu dir sagt, hey, Hartz IV steht dir nicht zu, weil die Eltern zu viel verdienen oder du hast zu viel Vermögen oder was weiß ich auch immer, dann ist die Agentur für Arbeit wieder für dich zuständig, die schon beim Arbeitslosengeld 1 zuständig war. Und da muss ich der Agentur für Arbeit da wirklich auch nach knapp über 10 Jahren immer noch ein Lob aussprechen, weil als meine Vermittlerin, mit der ich mich damals sehr gut, na gut, wir hatten auch mal eine Querelen gehabt, aber im Allgemeinen war das eine sehr, sehr nette Frau, mit der ich mich auch sehr gut verstanden habe. Da hat die sich sofort, wo die das erfahren hat, hey, sie füttern sie etwa jetzt die Eltern durch, dass sie jetzt gar kein Geld haben, da hat die sich so schnell gekümmert, dass ich wieder irgendwo in die nächste Umschulung reingekommen bin und wieder Geld verdient habe. Also das muss ich der Frau heute noch hoch anrechnen. Ach, schön. Es gibt welche, denen ist das einfach total egal, was aus den Leuten wird, aber da hat sie sich wirklich gekümmert. Oder das waren eigentlich zwei sehr, sehr nette Frauen. Die eine im Prinzip, die mich beraten hat, und die andere, die dann das dann endgültig entscheiden musste, weil sie dafür zuständig war. Und da muss man dem wirklich mal ein Lob aussprechen. Es ist, ja, und liebe Zuschauer, es sind nicht alle bei den Ämtern, es sind halt nicht alle Drachen, sondern es gibt da eben auch Leute, die wirklich, sag ich mal, Interesse an ihren Kunden haben und sich wirklich dafür einsetzen, dass du dann irgendwo wieder hinkommst. Und ja, es gibt natürlich welche, die knallhart sind, denen das scheißegal ist, aber es gibt auch viele, die sich da wirklich auch Mühe geben. Das ist schön, gibt's humane Menschen. Naja, einen zweiten Platz könnte ich da eigentlich auch noch vertragen. Weil ich habe viel Vorsprung. Zweiter Platz würde mich nicht umbringen. Ja, siebte Rennen ist es jetzt. Müssen wir dann mal in die gucken, was du dann im letzten Rennen mindestens brauchst. Du hast ja noch über eine Runde Zeit. Bist du noch in der ersten Runde. Aber der fährt ja schon mal nicht davon. Also der ist noch... Na gut, der wäre in der Kurve weg gewesen, weil der so ein langes Fahrzeug hat. So, ach, bei der Kurve, die erste Rechtskurve, die kannst du so nehmen, noch im vollen Tempo, das ist nämlich so eine komische Ecke auf der Strecke. Die erste Rechtskurve da in der Ecke kannst du noch voll nehmen, aber die links bei der links musst du dann was bremsen. Das musste ich auch erst damals rausfinden. Also das ist noch nicht diese Ecke. Nein, das war vorher, wo du den gelben so abgedrängt hast, die Ecke meinte ich. Ah, dann sag ja, das doch. Ja, oder ich sehe es wieder verzögert, ich weiß es nicht. Eigentlich, nein, keine so Ahnung. Ne, die Ecke, wo du das erste Mal in den gelben reingekracht bist. So. Die sind so viel schneller als ich. Das ist unglaublich.
Ja, das ist Wahnsinn. So. Ja, deswegen habe ich ja damals dann diesen Schwierigkeitsgrad einfach reduziert, weil ich das dann einfach unfair fand, weil die KI dann so gut wie fehlerfrei gefahren ist. Und wenn du den auf 80 oder was runterstellst, dann macht halt eben auch mal die KI Fehler. Das ist ja doch immer so das bei Schwierigkeitsgraden bei Spielen. Wenn die KI dann nicht schlauer wird, sondern einfach übernatürlicher wird. Egal, ob das jetzt Rennspiel ist oder Fußball oder irgendwas. Das ist manchmal bei manchen Spielen halt auch nicht so ausgereift. Für das, was du mal erzählt hast, das eine, ich weiß schon nicht mal, wie das Spiel hieß. Speedstar, genau. Genau, wo du gesagt hast, in dem letzten Schwierigkeitsgrad hat man absolut keine Chance, weil die da so übernatürlich fahren. Ja, weil die einfach mehr Topspeed haben als du. Und selbst wenn man die ganze Strecke dann Vollspeed fährt, hat man keine Chance. Dann ist es definitiv zu schwierig. Ja, das Spiel ist unfair, sagen wir es so. Weil ja, wenn die Autos einen Topspeed haben, der normal gar nicht möglich ist, den du selbst nie erreichen kannst, dann ist das Spiel unfair. Dann ist unfair. Aber da frage ich mich immer bei sowas. Dass ich selber von der Computerspielentwicklung mit unterwegs bin. Dann frage ich mich, wer macht für so etwas den Beta-Test? Normal macht man ja bei der Spielentwicklung im Idealfall immer den Beta-Test. Das heißt, du spielst halt das, was gebaut wurde, eben mal durch und guckst. Und sowas muss einem Beta-Tester doch normalerweise auffallen. Hey, das ist zu schwierig, das lässt sich nicht lösen. Ja, keine Ahnung, vielleicht waren das solche Cracks, die haben dann irgendwelche Abkürzungen genommen oder so. Keine Ahnung, also ich bin dem normalen Streckenverlauf gefolgt und hatte bei den meisten Rennen Mühe, überhaupt zu gewinnen. Hab zwar schon ein paar Rennen gewonnen, aber bei den meisten musste ich wirklich oft wiederholen. Und man hat ja nur 3 neue Versuche. Und wenn man dann das dritte Mal verliert, dann muss man alles neu starten. Ja, das ist ja richtig doof. So was. Das sind diese klassischen alten Spiele. Dreimal verloren und alles nochmal neu. Das ist ja nicht mal das, was mich aufregt. Es ist halt einfach das, weil die Gegner viel zu schnell sind. Schneller als man eigentlich selbst mit diesen Autos fahren könnte. Und selbst wenn ich das schnellste Auto nehme, habe ich auf den Geraden keine Chance. Das ist deprimierend. Das ist mehr als deprimierend. Also das Spiel wäre bei mir, glaube ich, dann in der Ecke gelandet oder irgendwas, keine Ahnung. Also ich habe ja so eine Sache mit Fußballspielen, weil ich spiele ja immer gerne Fußballspiele auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. So, da ist FIFA 18 da weitestgehend richtig gut, weil da musst du auch immer gucken. Ich hatte da hier, glaube ich, mal Spiele hier aus früheren Jahren, also nicht nur FIFA, sondern auch andere hier PES-Spiele, wo du sagst, ne, ist ja klar, dass der Gegner dann aggressiver ist und sowas, aber das kann nicht sein, dass der Gegner bei jedem Schuss aufs Tor trifft oder bei so gut wie jedem. Nee, es ist dann das schon. Man muss dann vor allem das Verschieben und die Verteidigung beherrschen bei so einem hohen Schwierigkeitsgrad, weil wenn du das beherrschst, dann klappt es mit dem Angriff auch irgendwann. Aber auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad muss ein KI auch mal vorbeischießen oder ein Torwart auch mal so einen Schuss abwehren können. Meiner Meinung nach, das ist. Ja, aber bei 2.18 ist das so. Also zumindest bei FIFA 18 kann halt der Torwart auch mal 1:1 gewinnen. Auch wenn du das auf Legende spielst oder die schießen sie halt auch mal vorbei. Oder da passt der KI kommt mal nicht an. Das sind so Sachen, wo man sagt, okay, damit kann man arbeiten. Aber ich habe bei mir auch mal Far Cry angefangen. Ich denke mal, bei den beiden Missionen, die ich jetzt veröffentlicht habe, wird es auch bleiben, weil weiter habe ich das erstmal noch nicht gespielt. Da habe ich auch gerade mal den zweithöchsten, also oder den nicht den einfachsten Schwierigkeitsgrad, sondern den zweiten genommen. Aber es ist echt Hammer, das Spiel. Also, das ist halt so ein richtig alter, klassischer Eco-Shooter. Die KI für die damalige Zeit unglaublich intelligent. Und du kannst eben auch keine Medipacks mitnehmen, sondern du stehst halt irgendwo und wenn du jetzt eben nur noch 1% Leben hast, dann musst du gucken, dass du irgendwie zum nächsten Medipack kommst. Das ist auch krass gemacht. Ja, das glaube ich. Aber es ist natürlich wieder ein Spiel, das ich eher weniger anfassen werde.
Ja, stimmt, du bist jetzt nicht so da auf Ego-Shooter. Du hast, glaube ich, Rennspiele und Jump and Run bei dir drin. Ja. Und ein paar Rollenspiele. Stimmt, da war noch was.